Willkommen zurück, Leute, zu Super Mario Galaxy 2. Im letzten Part hatten wir unter anderem die Sprungfeder. Die war cool. Nicht. Bis Speedbodengalaxie hatten wir auch im letzten Part. War auch cool. Nicht. Wird jetzt wahrscheinlich auch ziemlich cool. Nicht. Nicht Witze. Ne. Fand ich nie lustig. Erleuchtet den Weg. Oh, cool. Lila Münzmission. Ich weiß auch nicht. Egal wie scheiße das Level ist. Sobald es eine lila Münzmission ist, hat es für mich einen gewissen Reiz. Ist einfach so. Ich liebe den Scheiß. Münzen sammeln. Ist halt das alte System, ne? Collectibles. Nennt sich das, glaube ich. Collectibles-Spiele. Habe ich mal irgendwann gehört. Irgendwie so. Collectibles. Super Mario 64 und Banjo-Kazooie gehörten halt zu diesen Spielen. Und es sind halt die Spiele meiner Kindheit und die Spiele, die ich so sehr liebe. Ich liebe sie, ich liebe euch Spiele. Ich möchte euch heiraten. Wenn ich euch heiraten könnte, würde ich es tun. Boah, wenn ich Banjo-Kazooie heiraten könnte. Wie gut das wäre. Überlegt euch das mal. Gleich auszudenken. Wir haben ein ernsthaftes Problem. Ja. Okay. Nicht geschafft? Egal. Nicht schlimm. Wir machen weiter. Ja, sammle alle lila Münzen, ne? 100 Stück an der Zahl. Da das nicht zeitlimitbasiert ist, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, und ich bin mir auch sicher, dass man das Ganze in einem Rutsch schaffen muss. Also, ne? Du musst alle haben. Warum laberst du was von in einem Rutsch wollen, wenn du alle haben musst? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch eine berechtigte Frage. Weiß ich selber nicht. Man sollte es aber so machen. Da bin ich mir fast schon sicher, weil ansonsten wird es sehr schwierig. Das ist halt jetzt hier mit Rückweg, Hinweg, ne? Das ist Backtracking. Dieses Level hier mit Backtracking spielen. Ich habe so ein bisschen gerade Sorge. Na, so funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht, so funktioniert es nicht. Wir müssen schon... Achso. Ah, ganz wohl fühle ich mich hier nicht, ne? Muss ich auch echt so sagen. Wenn der Boden langsam verschwindet, ne, fühle ich mich nicht ganz 100%ig wohl in meiner Haut. Wie kann das nur sein? Man weiß es nicht, aber wir haben schon über die Hälfte. Dass man einfach so... sagen darf. Aber wisst ihr, was ein cooles Gefühl ist bei diesem Spiel? Ja, wobei, er macht eine kleine Drehung, das ist halt, das Ding, wenn du dieses Spiel auf einer Originalkonsole spielst. Ich hätte ja auch theoretisch die Möglichkeit, ne, machen wir uns mal nichts vor, wir könnten dieses Spiel auch auf dem Dolphin spielen, ne, das wäre ja möglich, und dann würde es auch vermutlich noch besser aussehen als jetzt. Das wäre wohl so, ja. Aber, was bestimmt nicht so wäre, ist, dass wenn ich den Control-Stick umdrehe, sich die Mario-Figur dann auch umdreht. Und das ist eine Sache, die in meinen Augen sehr, sehr wertvoll ist. Ihr wisst vielleicht, versus SM64, also was heißt One-on-One SM64, Entschuldigung. Da beschwere ich mich das ein oder andere Mal, dass, wenn ich mit dem Analog-Stick halt mich drehen will, dass Mario dann so einen riesen Kreis macht. Der hat halt so einen riesen Wendekreis wie ein Auto. Und das ist kacke. Das ist halt richtig, richtig kacke. Weil die Kontrolle geht halt komplett flöten. Und ich könnte mir auch einfach gut vorstellen, dass wenn man das Ganze mit dem Dolphin macht, das ist genauso. Also ich habe es noch nie probiert. Ne? Ich will den Dolphin jetzt auch nicht schlecht reden. Kann bestimmt ein super Teil sein, aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass es so ist. Und nee, echt nicht, nein, ich möchte das Spiel genießen. Da habe ich dann auch lieber ein bisschen schlechtere Grafik, ganz ehrlich. Außerdem finde ich, dass das Spiel bei mir wirklich nicht schlecht aussieht. Ich meine, ich renne das auf 1440p hoch. Das tue ich nicht, damit die Auflösung so krass ist, sondern damit die Bitrate entsprechend ist, dass das alles vernünftig aussieht in Bewegung. Ja, und ansonsten... Ich spiele es halt auch auf der Wii U. Die rechnet das ja auch ein bisschen hoch. Nicht ganz so schön, wie es der Dolphin wahrscheinlich tun würde. Aber das ist so trotzdem. Ich find das sehr ansehnlich. Ich meine, ich spiele das jetzt hier gerade auf 42 Zoll. Ich sitze nicht sonderlich weit weg. Und
finde nicht, dass das hässlich ist. Beim besten Willen nicht. Schatten Marios in der Goldhundschmiede. Ah. Jetzt weiß ich auch, wo das schwer war. Jetzt ergibt es Sinn. Ich weiß noch, wie ich da sagte. Das ist ja voll einfach, Mann. Nee. So einfach ist es dann doch nicht. Fuck. Da werden wir einige leben lassen. Könnte zumindest sehr gut sein. Ja, vielleicht bin ich ja auch... Vielleicht habe ich auch gerade den übelsten Skill halt. Ne? Man, ja, das war schon sehr, sehr gut. Das war schon sehr, sehr gut. Es wäre natürlich... Jetzt bin ich natürlich genau mittig gelaufen. Oh, Bollo, Alter. Ja, komm. Den Tod gönnen wir uns jetzt erstmal. Das war ja schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Kannst du ja voll knicken, ne? Kannst du ja voll knicken, der Teil. Wie gesagt, am besten läuft man nicht allzu mittig. Damit man auf dem Rückweg halt die andere Seite laufen kann. Sage ich jetzt mal so. Großkotzig. Der lebt jetzt leider noch. Da kann man nicht viel tun. Weil jetzt habe ich schon echt dicke Probleme. Oh Gott. Ich glaube, dass ich kam auch so ungünstig da an. Na, okay, ich habe das auch. Das habe ich auch generell. Das war nicht gut. Das war absolut nicht gut. Da machen wir uns mal nichts vor. Das war nicht gut. Schade. Den hätte man eigentlich töten müssen, ey. Doch, bitte. Oh, läuft das beschissen gerade. Krass. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich gerade war. Also, ich habe... Alles, was ich vorher erzählt habe, weiß ich nicht mehr. Sollte ich mich gleich wiederholen? Ach, irgendwie habe ich über die Grafik philosophiert. Die echt gut ist. Oh mein Gott, wir sind in Trouble. Wir sind richtig in Trouble. Nein! Geh da lang, Bollo. Nein. Komm. Oh mein Gott. Aber das kann klappen. Das Doofe ist halt, dass ich nur einen einzigen Treffer kassieren kann. Jetzt hoch. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, wir haben's. Goddammit, Alter! Mach den Typen platt! Oh, ich dachte gerade. Puh! Ich glaube, ich übertreibe gerade ein wenig. So schwierig ist es nicht, aber. Naja. Es war auch nicht so einfach, ne? Von daher. Ein verdienter Stern. Auf jeden Fall. Also, den hat man nicht geschenkt bekommen. So ist es nicht. Dann hau mal raus, das Ding. 66. Okay, läuft. Läuft. Noch 54 to go. Das ist eigentlich noch ziemlich viel. So, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch hier die Bowser-Festung, oder? Ist so. Was anderes haben wir aktuell nicht. Dann soll es so sein. Bowser Schwerkraft-Parcours. Ich glaube, das ist ein ziemlich 2D-lastiges Bowser-Level. Aber auch nicht schlimm. Auch wenn ich natürlich, wenn ich ein 3D-Mario spiele, ne? Wäre auch ganz gerne 3D-Kurse. Aber naja. So ist das nun mal. Was auch so ist, wie gesagt, die Grafik ist doch hübsch, oder? Jetzt mal ernsthaft. Findet ihr nicht? Also, dann ist aber auch halt sowieso so eine Sache, solche bunten Spiele... Super Mario 64. Ich liebe dich. Ich liebe die Musik. Lalala. Ja, solche bunten Spiele altern halt immer besser. Solche bunten Jump'n'Runs, die altern halt immer viel besser wie andere Geschichten. Ich meine, guckt euch mal auf der Wii, keine Ahnung, was könnte man da jetzt als Beispiel nehmen? Gab's da irgendwelche Action-Spiele? Oder guckt euch mal ein Call of Duty auf der Wii an. Ja? Oder ein Call of Duty auf der... Ja, auf der PS3 sieht's eigentlich ganz gut aus, aber... Auf der PS2 gab es kein Call of Duty. Guckt euch mal,
solche Ego-Shooter oder Action-Spiele auf der PS2 zum Beispiel an. Oder auf der Xbox. Keine Ahnung, also da ist sowas schon krass gut. Gerade bei bunten Spielen sind. Ich würde voll gerne auf der Xbox mal Conkers. Nein! Oh, es geht trotzdem. Conker Life and Reloaded spielen. Also Conker Bad Fur Day. Spin-off wollte ich gerade sagen. Remake. Der Remake von dem Spiel würde ich echt voll gerne mal spielen, weil ich habe das Spiel so an sich selber noch nie richtig gezockt. Ich habe das mal angefangen, früher, also ganz früher, noch vor Let's Play-Zeiten auf dem Emulator zu spielen. Und ja, irgendwie habe ich das, bin ich da nicht so ganz durchgecheckt. Also ich habe das nicht hundertprozentig verstanden, was die da so von mir wollten. Aber mittlerweile habe ich dazu ja auch schon EPs gesehen. Und wüsste dann ungefähr, was los ist. Das würde ich halt voll gerne mal spielen. Das wäre mal ziemlich cool. Ist halt nur die Frage, wann und wie und ja. Wenn man sowas macht, ne? Man hat ja nicht nur Conker Life and Reloaded auf dem Fahrplan, so, sondern auch Shenmue 1 und 2. Ja. Final Fantasy 10 würde ich gerne mal durchspielen. Das werde ich aber im Stream machen. Kingdom Hearts 1 HD Remix habe ich ja auch geschenkt bekommen. Möchte ich ja auch unbedingt mal spielen. Das wird dann wahrscheinlich auch im Stream stattfinden. Ist halt so das Ding. Weil ich glaube, das würde auf diesem Kanal hier kaum jemand gucken und im Stream schon eher. Ist halt so die Sache. Ist ein bisschen schade eigentlich, aber es hat auch überhaupt nicht funktioniert hier mit der Kamera. Das war scheiße. Was ist das denn? So, soll ich darum? Oh, nein! Oh, das ist so undenkmäßig. Das kann ich nicht. Das finde ich schwer. Das finde ich unfassbar schwer. Oh mein Gott. Sag bloß, wir sind schon da. Aber es scheint so. Fast. Ja, sogar nochmal ein Maxi-Pilz. Okay. Dann geht es wieder, diese Dinger zu treffen. Ich sage, der trifft wahrscheinlich nicht. Doch. Boah, fast mittig. Ich sollte Fußballer werden. Ja. Die WM ist bald durch. Also wenn ihr dieses Video hier seht, ist die WM durch. Dann war gestern das Finale. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Oder? Nein, Quatsch, vorgestern. Heute, also während ich das hier aufnehme, ist heute das Finale. Dabei wird mir auch gerade wieder was klar. Ich wollte heute streamen. Das ist das Finale. Ich sollte heute ein bisschen eher anfangen. Wahrscheinlich. Du hier. Nun gut, immerhin bist du mein Erzfeind. Daher ergibt das Sinn. Aber bis hier nun nicht weiter, Mario. Ich werde dich jetzt zu Sternstaub zermalmen. Such's doch. Ja, das Fußballfinale, ne? Ich bin tatsächlich ganz froh, dass es vorbei ist. Ja. So, ich selber habe halt nichts davon gesehen. Von daher, das hat mich nicht gestört. Ne? Und ich gönne auch jedem seinen Fußballspaß, so ist es nicht. Aber es ist halt auch, ne? Es hat halt für mich so gesehen, in gewisser Weise, das wollte ich nicht, in gewisser Weise ein paar, Scheiße, ein paar Nachteile. Wie zum Beispiel, wenn ich streame, muss ich gucken, okay, ist da ein Fußballspiel? Dann brauchst du eigentlich nicht streamen, weil kommt keiner. Letzten Video hoch. Okay, die Spiele waren alle nachts und so. Das war also egal, aber bei der EM zum Beispiel musste man auch gucken. Letzte was hoch? Die Uhrzeit, weil, na, guckt dann keiner, weil wegen Fußballspiel. Und danach laden alle hoch und ja, dann verschwindet das in der Abo-Box und das hat keiner gesehen. Solche Geschichten. Und halt, wo das 7:1 gegen Brasilien war, da war unheimlich viel, ja, der komplette Tag im Radio ging halt nur darum, dass Deutschland halt 7:1 gegen Brasilien gespielt hat. Damit wurde ich 8 Stunden, also wirklich penetriert, möchte ich sagen. Das war der Wahnsinn.
Ja. Das ist dann halt so die Sache, wenn es dir selber ist, ist dir halt egal. Es ist mir auch egal, das Finale. Es ist mir egal, ob die gewinnen oder verlieren. Das ist, ich weiß nicht. Kann man das nachvollziehen? Ich glaube, die Fußballfans können es nicht wirklich nachvollziehen. Das habe ich auch letztens gesagt, ja. Beim Frühstück mit meinen Eltern habe ich auch so gesagt, ja, ist mir auch egal, ob die gewinnen oder verlieren. Meine Güte, wenn die gewinnen, habe ich ja auch nichts von. Wenn die verlieren, habe ich halt auch nichts davon. Das ist für mich halt irgendwo, ne, sehr egal. Und dann habe ich halt so dahin gesagt, ja, das ändert dann ja halt auch nichts, ne, ob die jetzt gewinnen oder verlieren. Das muss auch nichts ändern. Ja, ist ja gut. Da hat man den Heiligen Gral beleidigt oder so. Weiß ich nicht. Ich habe Jesus. Gotteslästerung wurde betrieben. In dem Moment, da gab es natürlich erstmal Ärger. Geht so nicht, das ist die deutsche Nationalelf, das ist unser Stolz. Unser kompletter Stolz. Ja, ist ja gut. Wie gesagt, wenn die gewinnen, schön, freue ich mich für alle Fans und so. Naja. Wenn dieses Video da ist, wisst ihr, ob sie gewonnen haben. Oder nicht. Und ich werde wissen, wie viele tatsächlich noch den Stream geguckt haben, obwohl Fußballspiel war. Du hörst mich nicht auf, mein Plan ist schon zu weit fortgeschritten. Alles Dinge, die wir dann erfahren haben. Wahnsinn, das wird cool, wenn wir das wissen. Sind wir so viel schlauer. Wahnsinn. Ich glaube, es kommt gleich schon die letzte Welt, oder? Das war Welt 4. Ich glaube, es gibt insgesamt 6 Welten. Es kommt jetzt noch eine Welt. Und danach kommt schon die Spezialwelt. Die Spezialwelt ist natürlich unheimlich cool. Aber, ja. So ist es halt. Und ein neues Tor hat sich geöffnet. Wow, wollen wir da noch hinfliegen? Natürlich. Also alle, die das... Habe ich die Kometenmünze bekommen? Ja, habe ich. Ja, habe ich. Ja, ja, ein weiterer Kampf gegen den... Bla, du weißt es ja selber. Erzähl mir doch... erzähl mir nichts Neues. So. Welt 5. Müsste die letzte Welt sein. Ich glaube, das ist das mit diesem Uhrending. Dieses Uhrenteil. Also, was heißt Uhrenteil? Da sind so Zahnräder. Deswegen sehe ich das immer so als Uhrengalaxie an. Und auf so Zahnrädern rumbalancieren muss. Das ist nicht leicht. Ja, da ist diese Pyramide. Geister. Ja, das ist die letzte Welt. Müsste. Oh, dieser Ort sieht aber ziemlich gut bewacht aus. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir der feindlichen Heimatbasis nähern. Ja, sicher. Wie ich schon dachte. Ein Spiel wurde gespeichert. Kann ich denn hier... Kann ich nicht mal rüber gucken? Ich kann doch hier, glaube ich, rüber gucken, oder? Echt nicht? Ist auch egal. Dann kann ich das eben nicht. Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ciao.